Guten Abend zur Kulturzeit. Die Facetten des Terrors sind unendlich und wenig berechenbar. Das Schicksal der zwei Bauingenieure in Afghanistan treibt uns diese Tage um. Nach dem Tod der einen Geisel bemühen sich offizielle und inoffizielle Stellen um das Leben der zweiten Geisel. In Deutschland wollen Politiker von Regierung und Opposition am Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan festhalten. Afghanistan ist zum Land der 1000 Fallen geworden. Zwar hat es inzwischen ein Parlament, das funktioniert, aber unter den Abgeordneten sitzen auch Kriegsherren und Drogenschmuggler. Und das Reisen und Leben in Afghanistan ist immer mit großen Risiken verbunden. Trotzdem haben die deutschen Hilfswerke heute beschlossen, dass sie ihre Programme in Afghanistan fortsetzen. Ein wichtiger und mutiger Entscheid. Was die Hilfe für die Menschen in Afghanistan bedeutet, weiß auch der Wolfsburger Verein Kartache. Er unterstützt seit Jahren Mädchenschulen. Stefan Buchen und Maike Rudolph haben sie besucht. Ein Morgen in der Region Kunduz. Aus allen Richtungen strömen die Mädchen zur Schule. Unter dem Regime der Taliban war das undenkbar. Doch auch heute noch ist es ein Privileg. In Afghanistan bleiben immer noch viele Mädchen zu Hause. Die Regenbogenmädchenschule gibt es nur dank privater deutscher Spendengelder. Die Kinder sind zwischen 8 und 14, die erste Generation Mädchen, die nicht mehr Kuhfladen zum Heizen sammeln muss, sondern lesen und schreiben lernen darf. Meine Mutter ist Analphabetin. Sie ist zu Hause und kocht. Viele meiner Freundinnen, die Nachbarskinder, gehen nicht zur Schule. Sie müssen zu Hause bleiben. Datgul war es, der die Schule vor 13 Jahren eröffnet hat. Davor war er Kämpfer im Krieg gegen die Sowjets. Er wurde schwer verletzt, überlebte für immer entstellt. Jetzt will er ein neues Afghanistan aufbauen und die Leute vom Wert des Friedens überzeugen. Am Anfang war es schwierig, die Leute waren nicht einverstanden, Mädchen zur Schule zu schicken. Aber als sie gesehen haben, dass es hier sicher ist und wie hier unterrichtet wird, haben viele ihre Bedenken abgelegt. Inzwischen ist die Zahl der Schüler sehr stark gestiegen. Die Mädchen kommen aus 13 Dörfern der Umgebung. Mittlerweile besuchen fast 350 Schülerinnen die Schule. Damit platzt sie aus allen Nähten. Viel mehr solcher Projekte werden dringend gebraucht, denn es gibt nur wenige Erfolgsgeschichten wie diese. Deshalb bleiben noch viele junge Afghanen Analphabeten. Sie hatte die Idee für die Schule, Sibylle Schneehage. Sie hat das Geld dafür in Deutschland gesammelt, ist gerade aus Afghanistan zurückgekehrt. Sie weiß, erfolgreich ist sie nur, weil sie eng mit ihrem Mann vor Ort, ihrem Projektleiter Datgul, zusammenarbeitet. Datgul war ganz am Anfang, wie ich ihn kennengelernt habe, ein fundamentalistischer Analphabet, muss man sagen. Ganz rudimentäre Kenntnisse in Lesen und Schreiben, aber ausgebildet als Kommandeur, um eine Einheit in terroristischen Attacken zu führen. Heutzutage ist er ein Projektkoordinator, der sich um alles kümmern muss, vom Geld besorgen bis Projektplanung, bis Projektdurchführung und Abrechnung. Er ist ein richtiger Topmanager für Hilfsprojekte geworden. Der Talkessel von Kunduz. Hier haben Sibylle Schneehage und Datgul Dutzende Aufbauprojekte. Mehrere Monate im Jahr ist die Deutsche vor Ort. Unter der Regie der beiden werden Brücken gebaut, Brunnen gebohrt. Die Leute, denen die Hilfe zugutekommt, sind bitterarm. Manche hier sind abhängig von Drogenbaronen, manche haben auch noch Sympathien für die Taliban. Daher wissen Datgul und Sibylle Schneehage nicht erst seit der jüngsten Entführung, dass die Gefahr für ausländische Helfer groß ist. Die Armut der Leute auf dem Lande, die nicht von den Hilfsprojekten profitieren, die ist so groß. Und auch der Neid gegenüber den Großprojekten, die in Kabul stattfinden, dass die Versuchung für die Afghanen unheimlich groß ist.
Jeder Mann, der auf dem Lande lebt und hat 10 Kinder, muss seine Kinder versorgen. Er muss Geld haben. Und da ist eigentlich das Beste, Leute zu entführen. Und es wundert mich, dass nicht schon mehr passiert ist. Und ich denke, es wird sich noch verstärken. Die Gefahr lauert überall. Der Basar in Kunduz vor 2 Monaten. Ein Selbstmordattentäter sprengt sich in die Luft. 3 Bundeswehrsoldaten und 5 Afghanen sterben. Viele werden verletzt. Sibylle Schneehage war zum Zeitpunkt des Anschlags in Kunduz ganz in der Nähe der Explosion. Aber sie will sich von der zunehmenden Gewalt nicht erschüttern lassen. Ich werde natürlich wieder nach Afghanistan fahren. Afghanistan ist mein halbes Leben. Und ich habe auch persönlich nicht Angst, dass mir was passieren könnte. Ich weiß aber, die Sicherheitslage wird immer schlechter. Wir sind vorsichtig. Ich gehe nur mit bewaffneten Bodyguards raus. Auch nachts bin ich bewacht. Man muss vorsichtig sein. Es muss nichts passieren. Aber man sollte auch die Möglichkeit, dass was passiert, vermeiden. Diese Afghaninnen sind auf den Mut und den Einsatz von Sibylle Schneehage angewiesen. Aus Schafswolle machen sie warme Decken für den Winter und für den Export. Das erste Mal in ihrem Leben verdienen die Frauen Geld. Einmalig in der Provinz Kunduz. Afghaninnen mit Job und ganz langsam wachsendem Selbstbewusstsein. Die Afghaninnen stehen seit jeher unter der Fuchtel ihrer Ehemänner. Durch dieses Projekt erkämpfen sich die Frauen eine eigene Position gegenüber ihren Männern. Wir merken hier, dass sich die Lage der Frauen von Tag zu Tag verbessert. Trotz solcher Fortschritte denken viele Entwicklungshelfer in Afghanistan über einen Rückzug nach. Ihre Angst ist zu groß. Dabei sind Projekte wie dieses erst der Anfang. Dadguls Tochter ist die erste Jugendliche, die manchmal das Kopftuch ablegt. Menschen wie sie sind auf Hilfe von außen angewiesen.